sozusagen hier so, wenn wir hier auf der Tafel sind, sozusagen irgendwie so hier ganz knapp irgendwo treffen will. Das ist auch wieder ein winziges Ziel in Anführungszeichen. Und es ist ein Pfeil, der eben nicht gewertet wird. Mal schauen, ob hier auch ein Fake gemacht wird. Genau, also ja, bleibt auch auf der gleichen Entfernung erstmal stecken. Also immer noch auf 30 Meter Entfernung. Die anderen schießen auch noch nicht. Also lehnen sich da irgendwie hinten an diese Turnierstangen, gucken erstmal zu. Trollzacker lacht dann erstmal den Horasier aus. Trollzacker nimmt erstmal so eine kleine Wurfaxt und schmeißt sie. Auch die bleibt auf 30 Meter Entfernung in der Wand, im Wall stecken. Nach Ja, zwei Minuten dann gehen wir mal fallen die Pfeile runter. dann gehen wir mal, ja, bevor die runterfallen, geht mal kurz zu Alricio, beziehungsweise Amenelaos, eher gesagt. Wie lange hält das wohl? Und man legt mal da so hin, wo die Pfeile gerade in der Luft stecken. Das erscheint mir doch wie ein einfacher Fortifex zu sein. Er sollte Okay. nicht zu lange halten. Es kommt darauf an, wie gut er gesprochen ist. Doch, sicher nicht bis zu 5 Minuten, viel weniger. Dann wird immer sich wieder in die Startziellinie stellen und das gleiche nochmal machen, wieder mit einem falschen Pfeil. Also mit einem Pfeil ohne Bändchen. Wieder hier. Und dann Piu. Ja, genau, wieder knapp da, knapp so. Als wenn man sozusagen vielleicht nur knapp die Zielscheibe treffen würde, aber man könnte vielleicht Punkte kriegen. Das kann man dann sozusagen im Flug des Pfeils dann nicht mehr beurteilen in dem Moment. Ja, Auf also jeden Fall so knapp. bleibt nicht mehr stecken, fliegt ganz normal, ganz normale Flugbahn. Die Menge lacht erstmal dich aus. Hat Alfred, würden. wohl nicht begriffen, dass da kein Bändchen dran war. Hat jetzt nur gesehen, dass du daneben geschossen hast. Gut, die anderen wurden auch rausgelacht, aber ja. Ja, gut, dann. Nehmen wir an, dass wir Macht. alle so Köcher haben, ja? Wenn du möchtest, kannst du dir dann Köcher nehmen. Kannst auch irgendwie einen Gürtelköcher oder sowas haben. Kannst sie auch da vor dir hinstellen, hinlegen. Das ist dir komplett überlassen. Dann würde Nimm ich mal mir deinen mal eigenen jemanden. Hüftköcher. Ja, ich würde mal ganz gerne so nach Leuten Ausschau halten, die so einen Hüftköcher haben und aussehen, als könnten sie irgendwas auf dem Kasten haben. Bin hier, ich bin hier. Ja? Ja gut, wenn Jirudin sich schon so anbietet, dann würde Starkert die Pfeile aus dem Hüftköcher entfernen und seine eigenen da rein tun. Entfernen? Was ist denn entfernen? Ausnehmen. Ihr könnt erkennen, wie jetzt auf den Platz beim Bogenschießen vier Personen herantreten. Unter anderem der grüne Ritter, ausgestattet von dem Turniermarschall selbst oder von Galotta, denn die Regel hatte euch Jerodin Jalon hatte schon erklärt. Zwei Ritter mit dem Hause Mersingen und einer Nierenfell, doch das wird Jalan sicherlich erkennen. Ist zwar nicht in Tobrien selber, aber die Nierenfelder hast du auch du schon irgendwo kennengelernt. Meidenstein, irgendwo, ja, hinter Tobrien. Und eine der Mersinger nimmt gerade ihren Helm ab. Rotes Haar, was dort auf ihre Rüstung fällt. Wunderhübsch. Herausragend aussehen. Scheiße. Myria Galahan zu Mersing auf dich zu. Ihr seht euch einmal in die Augen. Du und Myria. Sie nickt dir einmal kurz und unmerklich zu, betrachtet auch deinen Wappenrock und kannst auch erkennen, wie der grüne Ritter wohl durch das Visier mit ihr spricht. Geht dann gemeinsam mit ihren beiden Kameraden, wie gesagt, das Haus Mersing ist zweifach vertreten und das Haus Nierenfeld. Und kannst du wohl auch erkennen, wie auf der anderen Seite das ganze Varena von Mersing, die mittlerweile wieder genesen ist. Und daneben steht und einmal ausspuckt. Hat wohl ein großes Problem mit ihren Verwandten. Unterhält sich da wohl gerade mit Lutisana von Perikum. Siehst auch, wie Varena von Mersing ihren Bogen nimmt und auf Myria anlegt. Bitte was? Lutisana murmelt irgendwas und sie lässt den Bogen wieder sinken. Möchte mich da in höher Sprechreichweite an eine Zielscheibe stellen. Neben sie? Ja, warum nicht? Ich prüfe dann die Sehne von meinem Bogen ein bisschen und spreche so halb hörbar mit ihr. Mersing, ihr seid auf der falschen Seite der Tobimore. Dunkelsteiner. Das sieht man eine ganze Menge von euch. Geht wieder nach Hause. Das ist jetzt kein Ort für euch. Wir haben uns das letzte Mal. Ah, scheint wohl ein Jahr schon her zu sein, nicht wahr? Ha, nicht lang genug. Vieles seitdem passiert. Ich bin besser geworden.
Nehmt ihr an den anderen Disziplinen teil? Ja. Dann werde ich das wohl selbst beurteilen können. Vielleicht werden wir uns ja sehen. Hoffentlich. Und dann? Na, was ihr mit dem Bogen könnt. Ich habe viel gelernt von meinem ehemaligen Schwertvater. Ja, sie schießt auch selbst mit dem Langbogen und trifft auch ziemlich gut. Gibt kein Fortifex, gibt, ja, muss gerade mal selber für sie würfeln. Sie wird, wie gesagt, selber fünfmal. Und erreicht. Jetzt muss ich gerade mir nochmal die Regeln angucken. 10 und ihr fehlen einmal 3 Punkte, dann wird sie auf 45 Punkte kommen. Okay. Merke ich, wenn ich dann meinen Pfeil anlegen will, dass ich den falschen in der Hand habe? Nee, das wäre doch nicht gerade ziemlich abgelenkt. Stark hat das doch nicht gemacht. Stark hat einen anderen Plan gefasst. Stark hat einen anderen, okay. Du hattest ja eigentlich den Plan. Ja, du hattest das zumindest schon gemacht und dann. Ach nee, Moment, da könntest du was anderes machen. Während Yalan gerade zu seinen Pfeilen greifst oder zu deinen Pfeilen, die du ausgetauscht hast, schiebst du ihm unbemerkt wieder seine rein. Ein zweites Mal. Er bekommt es einfach nicht mit. Er ist abgedenkt. Myria kennst du natürlich. Lässt sie da wohl ihre Spielchen machen. Kannst du ja, ohne dass er es bemerkt, seine eigenen Pfeile wiedergeben. Wunderbar. Ich nicke Myria auch nur noch einmal kurz unbemerkt zu und verschwinde dann zu meinem guten Freund Ömer. Myria haucht dir einen Kuss, einen Luftkuss zu. Er wird natürlich gefangen. Ich zerbreche fast den einen Pfeil, den ich gerade in der Hand habe. und dann nehme ich wohl auch mal Maß. So, ich habe eine Probeerschwert um die 8 jeweils. Genau, wir gehen einmal durch. Also, du hast einen Langbogen. Dann ist die Probe um 8 erschwert. Das sind quasi die Erschwernisse, die kommen durch. Du möchtest auf die Mitte zielen, denn das ist das eigentliche Ziel. Das ist winzig, zusammen mit dem Aufschlag durch Entfernung. Die Entfernung ist dann mittel, ja, plus minus 8. Okay. Ich nehme mir so zum Antesten. Ich gucke mir das einfach mal von immer ab an meine Pfeile und schicke den in Richtung Zielscheibe. Würfen wir das einfach mal, dann sehen wir 5 Stück, wenn du möchtest. In der Sache steht, nur einer reicht mir. Nur so zum Testen, ein Gefühl für die Scheibe kriegen. Was tun die anderen, während da die kleinen Spielchen getan werden? Wir fokussieren uns auf Alricio, Menelaos, Torgor, Schirmer, Stuttgart. Ich würde mich auf die Tribüne übergeben. In möglichst großen Abstand zu... Wirst natürlich kontrolliert von den Irrhalkengardisten, die hier stehen, auch alle mit Ogerschelle. Einige sind auch schon blutig, du weißt nicht genau warum. kontrollieren dich kurz und wenn sie dann das Siegel von dir erkennen, schauen wir mal mit einer Sinnschärfeprobe. Du hattest gesagt, um 12 Erschwert, ne? 13. 13er Schwert. Ja, es ist ein oberflächlicher Blick. Kontrollieren da einmal kurz, gucken da drauf, aber einen zielgerichteten Blick werden sie nicht da drauf tun. Kannst du dann passieren und stehst auf der Tribüne. Ich würde mich mal nach der Leomilia Winterbrach umgucken. Ist hier wo? Die ist aktuell nicht da. Hat wohl ihre ersten Interviews geführt, dass sie immer mal wieder aufblitzen sehen, aber aktuell ist sie nicht da. Dann würde ich probieren, vielleicht unter den Tribünenrang der Haupttribüne zu kommen, wo jetzt Carlotta wahrscheinlich... Ja, genau, da würdest du jetzt dann hinkommen können. Und sehe ich auch schon Interview... aktuell siehst du nur die Adelsmänner, also niemand vom Optoliten oder so, der hier rumläuft, sondern sie unterhalten sich hier gerade, kannst auch sehen, wie sie da Wein trinken oder schwarze Milch. Gibt es da auch schon Leute, die schon am Turnier teilgenommen haben? Den einen oder anderen. Luthi Senna hast du gesehen. Beziehungsweise die ist jetzt ja gerade unten. Jelnern ist auch, kommt jetzt gerade wieder nach oben. Hat wohl überlegt, ob er schießt. Arngrim von Ehrenstein und Rondradan sind unten, die wollen auch noch schießen, aber die anderen, also Sirium Grimm, selber wird sich da irgendwie unterhalten mit der Obristin der Magdalena Nata. Die haben da wohl sich beide gefunden, aber. Ansonsten, ja, Tyra Kradane ist da, Asmodeus ist da, Torx ist dann zum Herrn. Zielgerichtet auf Luthi Sanna von Pericom zu gehen.
Achso, nee, nein, die ist jetzt gerade unten, na, das ist ja. Aber du kannst auch zu Unluti Sana gehen, die stand zumindest unten, hatte Varena von Mersing dann die Hand auf die Schulter gelegt, nach dem Motto: Schieß nicht auf Myri. Aber wenn du möchtest, kannst du eben auch zu ihr gehen, dann ist sie aber nicht unten, also dann ist sie unten und nicht oben auf der Ehrentribüne. Nee, ich wollte ja gerade oben jemanden suchen, sodass ich erkennbar bin, als falls ich für Osche Beobachter, dass dann, ich eine Rapporter. Ja, Tür Kradane würde möglich sein. Ah, Tür Kradane. Gut, dass ich dich treffe. Gestatt mich vorstelle. Mein Name ist Enricio Nintangiel. Ja. Ich möchte gerne eine Unterredung mit euch führen für den Optoliten. Habt ihr etwas Zeit für mich? Ja, die Spiele langweilen mich. Was möchtet ihr wissen? Habt ihr einen Favoriten beim Turnier? Das würde die Leser sicherlich interessieren. Es ist mir eigentlich egal. Sie entfernt sich so ein bisschen von Galotta. Es gibt aktuell keine Blackerats-Paktierer in den Rängen. Das ist mir ziemlich egal, wer gewinnt. Nun, wie schätzt ihr dann die einzelnen Chancen der Favoriten ein? Zum Beispiel Lutisana, werden gute Chancen eingeräumt. Lutisana ist eine fähige Söldnerin, die wohl auch das eine oder andere Mal geritten ist. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Bogen umgehen kann. Sie wird vielleicht das eine oder andere gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie, zumindest ohne Pakt, wird sie es nicht schaffen, gegen die anderen zu bestehen. Sie ist zu weich. Glaubt, ein Pakt würde sie ihre Chance verbessern? Interessant. Ja. Nun, wie steht es denn mit der Einhaltung der Turnierregeln? Habt ihr dort schon etwa Verstöße aufgenommen? Verstöße? Ihr versteht. Blinzel ihr dazu? Ja, den einen oder anderen. Wir werden sie später richten. Gibt es irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Hören wir mal überreden. Nichts für die Öffentlichkeit. Zumindest nichts, was ich im Vorfeld ohne Nennung von Namen durchgeben werde. Ist ja auch schon etwas über das Fest, das angeblich stattfinden soll, nach dem Turnier? Wir werden die Gewinner einladen. Mir ist es ziemlich gleich, wer dabei sein wird. Seid ihr selber nicht dabei? Ich bin dabei. Hervorragend. Nun, ich danke euch für eure Zeit und falls ich noch Fragen habe, würdet ihr mir euer Ohr leihen? Für den Optoliten? Ja. Wunderbar. Ich danke euch für dieses Interview und werde mich dann wieder entfernen. Mhm. Und mir dann so Notizen auf einem Zettelchen machen, auf einem Packstück Pergament. Dass ich anscheinend hat, dass ich wirklich für den Optoliten arbeite. Ja, gut. Hast du auch die ganze Zeit gerade oben auf der Tribüne so ein ziehendes, nach Blut schmeckendes Gefühl gehabt in dir. Das kennst du auch schon. Du hast natürlich auch in der Nähe des Charybdoran-Splitters gestanden. Und dieses Mal war es einfach ein bisschen anders, vor allem weil hier vier Unelemente vereinigt werden und nicht nur eins. Unglaublich unangenehm. Man muss dich da auch stark konzentrieren, dass du da deinen Fokus eben auch auf Dyakradane hältst und dann nicht eben über den Thron schiedelst in Richtung des Splitters. Ich werfe mal einen Blick nach oben. Sitzt Asmodeus oder der Magier, der mir auf dem Feld begegnet ist, oben auch? Er ist auch oben. Und wirft mir mal keinen Blick hoffentlich zu, oder? Ja, doch, schaut euch an. Ich lächle ihn an und verbeugt mich ein wenig. Ja, und würde dann wieder nach unten gehen. Okay. Was mit den anderen? Iolaus, Torwurfschwimmer, Starkert. Was möchte Starkert mit seinen Pfeilen machen? Ja, also mein Plan ist erstmal meine Pfeile zurückzuhalten und Abdulon beim Schießen zuzusehen. Und ich würde mal ganz kurz gucken, ob da irgendwo ein Krollm oder so sitzt, der das Ganze beobachtet und aufschreibt. Also, ja, irgendwelche Leute, die da notieren. Kannst du auch einen Krollm finden, der das da sich dann aufschreibt.
Ich würde ganz gerne den finden, der gerade Abdulon aufschreibt. Kannst du machen. Und dann würde ich mich erstmal ja, so einfach so daneben stellen und so tun, als würde ich weiterhin da diesem Schießen weiter zuschauen. Ja. Das wäre es erstmal bei mir. Möchte Abdulon schießen? Ja, Abdulon möchte ganz gerne seinen ersten Pfeil versuchen, in die Mitte zu bringen, und zwar seinen ersten zählenden Pfeil. Mhm. Etwas aufgeregt hüpft er von einem Bein aufs andere und zieht dann den Pfeil, schaut auf das Bändchen, dass das Bändchen dran ist, guckt nochmal nach, zippelt nochmal leichter dran, dass es auch wirklich fest ist, legt den Pfeil auf die Sehne, hebt den Bogen. Kurzbogen, du hast keine plus 8, sondern plus 12 und das ist unfair. Ja, er ist umso gespannter, weil er sich denkt, wenn ich jetzt versage, das wird nicht schön. Und ja, schließt eine Sekunde die Augen, macht die Augen wieder auf, fokussiert seinen Blick auf die Scheibe und ja, beobachte die Scheibe einige Sekunden, um sich dann noch einmal die Augen zu reiben. Oh mein Gott. Und, ja. Neben dir hat sich ein Zwerg hingestellt und der schießt mit seiner Zwergenarmbrust. Den ersten Pfeil trifft wohl auch ziemlich gut, zwar nur in das Rote, aber das erste Gemurre, warum er dann mit einer Armbrust antritt bei einem Bogenschützenturnier. Das scheint wohl den Leuten nicht zu gefallen. Dann schaut man nach, ob man den Zwerg irgendwie erkennt. Vielleicht ist es ein Zwerg, den man kennt, aber wahrscheinlich eher nicht. Nee, sehen alle gleich aus. Ist zumindest kein Grolm, ist bärtig, kleinstämmig. Kennst du nicht, ne? Ja, man, wie gesagt, zieht den Pfeil zurück, spannt den Bogen, zielt, kneift ein Auge zusammen und feuert dann. Plus 12 hast du gesagt. Ich sag, plus, ich 8 Punkte Erleichterung alleine. Dadurch, dass ich eben 2 Punkte habe durch den Bogen. Das ist ein besonders gut gearbeiteter Kurzbogen, den ich benutze. Okay. 2 Punkte, die ich bekomme durch den Entfernungssinn. 4 Punkte, die ich bekomme durchs Zielen. Danke fürs Vorrechnen. Also würfel da auf die 20 oder so. Und damit habe ich im Endeffekt noch 4 Punkte Erschwernis von dir, die ich eintrage. Und der Pfeil trifft so mittig, wie man nur treffen kann. Möchtest du auch auf die andere Seite schießen? Möchtest du den Bolzen vom Zwerg spalten? Nee, das sollte eigentlich erst etwas später kommen, die Trickshots. Eigentlich dachte ich mir, die ersten 1-2 in die Mitte zu schießen, dann anzufangen zu spalten. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, ist nicht. Gibt ja, der erste Freiheit Schuss ist einfach nur ganz normal in die Mitte bei mir gegangen. 10 ja. Punkte. 10 Punkte. Wird notiert. Das kann ich. Dem kann ich natürlich in nichts nachstehen. Und mache mal fröhlich mit. Ich habe meinen ersten Schuss ins Ziel gebracht. Das schien mir auch ganz gut. Die Scheibe ist nicht weggelaufen. Machen wir also mal weiter. Ich möchte ebenfalls 4 Aktionen zielen diesmal. Neben dir kannst du hören einen Schmerzensschrei. Der Zwerg, der eben neben Ömer stand, hat wohl nicht so viel gezielt. Hat jetzt 3 Bolzen in Richtung Rot gebracht. Also hat da jeweils dann 5 Punkte gesammelt. Aber trotzdem hat er den Unmut gesammelt und einer von der Tribüne hat jetzt gerade selbst mit einer Armbrust auf ihn geschossen. Armbrust schön ins Bein, sodass er jetzt gerade mit einem Schmerzensschrei zu Boden geht. Ich schau mal, wer da geschossen hat. Irgendeiner aus der Tribüne. Man schaut kurz zum Zwerg und ja. Ah, das wird wieder zu heil. Das ist dummes Fleisch, das musste ab. Scheiße! Bei Angrimosch. Er lädt noch einmal nach, er nimmt einfach seine bloße Pranke, seine Kralle, zieht dann einmal die Sehne nach hinten von der Armbrustsehne, dreht sich um und zielt einfach mal in Richtung der Tribüne und verschießt jetzt einen seiner Pfeile oder einer seiner Bolzen, die auch dann eben gewertet werden, in Richtung der Zuschauer. Trifft auch, der Kopf explodiert und er ist zufrieden. Ob es der Richtige war, weißt du nicht, aber wie gesagt, er hat zu Angrimosch geknurrt und das ist nicht der Zwergengott, zumindest nicht der normale. Lädt nach, spannt nochmal und schießt auch seinen 5. Bolzen in Richtung des Publikums. Wie schwer ist es denn, seinen eigenen Pfeil zu spalten, theoretisch? Ich gebe dir die Erschwernis mal 2. Also, bei einer plus 12 würde ich eine 24 von dir haben wollen. Eine plus 24, damit du deinen eigenen Pfeil spaltest. Wenn ich also 8 Punkte Erleichterung kriege, bin ich noch bei... bei 16 Punkten Erschwernis.
Schauen wir mal, was der Straßenjunge aus Kuntium so raushaut. Man macht erstmal einen normalen Schuss ins Ziel. Ja, dann wird das auch noch einen zweiten angesagt. Erstmal den ersten. Den hattest du ja schon. Der erste war ein Testpfeil, wie ich zwar. Achso, das war nur ein Testpfeil, okay. Ich wollte nur gucken, ob die Scheibe wegrennt oder so. Der geht ins Ziel. Warum denn plus 4? Einmal vorrechnen? Ich habe meine gesamten inhärenten Erleichterungen, also den guten Bogen und die Talentspezialisierung bereits in den Fernkampfwert von 29 eingerechnet. Entsprechend schreibe ich hier nur die 4 Punkte Erleichterung aus dem Zielen auf. Dann komme ich zusammen mit meiner 8er Erschwernis auf eine 4er Erschwernis. Gut, danke. Der zweite Schuss. Nicht zum Spalten, habe ich ja nicht angesagt. Du möchtest nicht spalten, warum nicht? Ja, na gut. Ja, genau, aber jetzt zu spalten wäre zu früh. Die letzten zwei Pfeile zu spalten ist schon riskant. Na gut, ja, du hast getroffen, die plus 12 zählt und wer die plus 12 schafft, der hat einen Volltreffer. Wieder gelb. Ich will was wissen, mit meinem zweiten Pfeil möchte ich spalten. Ja, das du kriegst eine... genau 8. Die Erschwernis ist für dich natürlich, wenn du einen Langbogen verdoppelt. 8 mal 2 sind. Also bist du auch bei 16 Punkte erschwert. 16, dann ziele ich 4 Aktionen, dann sind wir noch bei der 12. Spucken wir in die Hände und schießen wir los. Dick! Würfel mal trotzdem einen Fernkampfpatzer. Würde mich mal interessieren, was da so passieren könnte. Fehlschuss. Ja, gut, Fehlschuss. Alles klar. Du siehst wohl gerade wie so ein Gräum, da irgendwas vermisst. Du hast 20 gewürfelt, dir fehlt alles. Du hast es vollkommen daneben geballert. 20 ist immer ein Fehlschlag. Ja, du siehst wohl wieder gerade irgendein Gräuel. Man soll natürlich niemals hinter so einer Schützenreihe lang gehen. Will er wohl gerade noch irgendwelche Pfeile bolzen, bindet er gerade ab für neue Neuankömmlinge und würfel mal Trefferzone aus. Zumindest schießt du ihm. Schaden kannst du auch mal würfeln. Kopf, komm schon, Kopf. Ah, steht da. Dann kommt. Du machst dich bei den Gräuelen so beliebt, Junge. Schöner Glasknochen. Wundschwelle gesenkt um 2 und Glasknochen. Ja. Schießt ihm in den Schildarm, er heult auf, der Arm ist auch angepinnt, also abgerissen, Blut spritzt. Gräum geht zu Boden. Guter Schuss, Herr von Dunkelstein. Wie alt der wohl war? Der Zwerg, der jetzt gerade fertig ist, schmeißt auch gerade seine Armbrust hin, klopft dir einmal, gegen deine Hüfte. Guter Schuss, mein Junge, guter Schuss. Geht dann weiter, Agrimosch mit dir. Jetzt muss ich Punkte aufholen, denn ich habe nur 10. Zwar möchte ich mal wieder spalten, aber ich möchte einen von Varina von Mersing haben. Du möchtest einen von Mersing spalten? Dann würfeln wir aber mal für Mersing, was die so macht. 1, 2, 3, denn 4, wenn ihr Pfeil nicht mehr auf der Scheibe ist, kann sie wohl auch keine Punkte kriegen. Oh, Varina von Mersing trifft einen Pfeil. Ja, und den einen Pfeil, wie sehe ich jetzt an und möchte ihn von der Scheibe pusten. Ja, ist okay. 16 Jahre Schwernis wieder? Die Scheibe ist gerade frei geworden. Ein Grolm tritt heran und will den gerade rausziehen. Du kannst nicht zielen. Kann nicht zielen, alles klar. Sonst ist der Pfeil schon rausgezogen und zählt. 16 Jahre Schwernis, komm, ist mir egal. Ich bin hier nicht, um zu gewinnen. Ich bin hier, um richtig auf Kacke zu hauen. Ich treffe den Grolm. Ich würfel gar nicht, ich treffe den Grolm. Schaden. Hier ist eine Trefferzone. Oh Mann. Ja, dann pinnst du jetzt den Grolm. Wollte ihn gerade rausziehen, zieht ihn auch raus. Du pinnst ihn gerade volle Elle mit deinem Pfeil, pinnst du ihn an die Zielscheibe, bricht röcheln zusammen oder seine Beine erschlaffen. Er ist einfach angenagelt. Gibt keine Punkte, weil du auf weiß getroffen bist. Das Publikum johlt und krölt. Man fängt jetzt auch mit den ersten paar Spitznamen an. Riccio, einen Spitznamen bitte für Jerodin von Dunkelstein. Irgendwas mit Grolmenschlechter oder so? Was fällt dir ein? Grolmentod. Grolmentod. Amenelaos, einen Spitznamen für Jerodin. Na, ich sag auch Grolmenhass. Alles klar. Der nächste, Eisemann, Torgosch. Was für einen Spitznamen würde dir einfallen, um so bärtlose Zwerge umzubringen? Boah, ich weiß auch gar nicht. Die anderen beiden haben schon gute Vorschläge gemacht. Der Grolmenschlechter. Grolmenschlechter, immer. Wasserkopfschießer. Wasserschütze. Wasserkopf. Ah, schön, ja, Stackart. Zoll war es erzürnter, keine Ahnung. Okay.
Mir gefällt Wasserkopf gut. Irgendwas mit Wasserkopf werden wir machen. Wasserkopfplatzer. Irgendwie sowas wird es werden. Und das Publikum grölt und lacht. Du hast zwar keine Punkte bekommen, aber das scheint die Leute zumindest ziemlich zu amüsieren. Und jetzt setze ich auf meinen letzten Trick noch einen drauf und schieße ihn diesen Pfeil aus der Hand. Nein, warte, es gibt keine Punkte, scheiße. Ich schon raus. Ja, ich werde jetzt noch meinen dritten Pfeil schießen und ja, den auch in Null in die Mitte bringen. Mhm. Hoffentlich. Denn während immer da seinen dritten Pfeil reinsetzt, ich würde mal ganz gerne die Punkte davon im Gräumen da über die Schulter begutachten, wer denn in Führung ist, wer schon fertig ist, ob irgendjemand anderes auch 50 Punkte hat. Also schauen wir mal nach. Myria hat wie gesagt, was hatte ich gesagt, 45, ne? Mhm. So. Verena von Mersing ist natürlich überhaupt nicht gut dabei, die hat einen getroffen und Das noch nicht mal gut. Varena ist mit 10 Punkten dabei. Ansonsten kannst du sowas sehen wie 27, 29, 30, 36, 35 und eine hat 50. Ist dieser eine? Der grüne Ritter. Mist. Meine Sabotageaktion war zu spät. Ja. Wie viele Punkte gibt's eigentlich, wenn man seinen eigenen Fall spaltet? Dann nochmal verdoppelt. Also nicht nur 10, sondern 20. Was passiert, werter Grollen, wenn es zwei Leute mit der gleichen Punktzahl gibt? Dann... Was? Mit der gleichen Punktzahl? Keine Ahnung, ja, ich notiere das hier nur. Das könntest du dir vorstellen, du warst doch bestimmt schon mal auf so einem Turnier hier, du bist doch schon alt und weise. Was? Ich bin zweieinhalb, ich werde das demnächst erwachsen. Ein okay. Bisschen habe ich noch. Hm. Und das ist hier jedes Jahr, oder wie funktioniert das hier? Das ist das erste Mal. Ach so. Ja, das. Nee, so, wie das soll. 30, ja, okay, Entschuldigung. Alles klar. Ich werde mein Auge auf diesen Dunkelsteiner haben. Weißt du, wo der wohnt? Wo der wohnt? Ach, da habe ich schon einiges gehört. Ich gebe dir 10 Karten, wenn du mir sagst, wo er wohnt. Du gehörst doch zu ihm. Junge! Junge! Aber eine Sekunde. Da habe ich einen Nachteil. für 10 Karten sagen wir 20. 20 Dukaten. Er wohnt in... Moment. Hotel okay, Schwarz und Rot ist die richtige Antwort. Ja, ich weiß. Blutgrube oder wie auch immer das heißt. Dann überredet die Probe gegen die Menschenkenntnis von ihm. Ich liebe dich. Oh Mann. Ich liebe dich. Ja gut, ne? Also 20 Punkte von dir. Also. Okay, hier sind deine 20 Dukaten. Eine gut angelegte Investition. Ich weiß aber nicht, ob er da heute Aid wieder schläft, ne? Die sind ziemlich vorsichtig. Ich werde dich beobachten. Freu mich. Ich werde dich auch beobachten. Nicht, dass du hier schummelst. Ah, das habe ich gesehen, das waren 5 Punkte. So, jetzt pst. Abdunon legt den nächsten Pfeil auf. Ich muss mich konzentrieren. Abdulon wird einen normalen Schuss machen. Einen normalen Schuss? Boah. Ja, nicht so ein Risikospieler. Abdulon, 40, Abdulon. Abdulon, kein Stress oder so, aber es hat schon jemand anderes 50 Punkte. Also stress dich nicht. Abdulon nickt. Nimmt den letzten Fall, küsst die Spitze einmal. Bring mir Glück. Und ja, mit einem Spalterschuss versuchen. Spalter. Plus 24.